Hallo Freunde, ich bin's wieder, euer Groschi. Wie ich ja schon mal sagte, ich zeige euch ja immer mal zwischendrin, wenn gerade nichts Neues in der Post ist, ein paar coole Sachen aus meiner Sammlung und aus meiner bestehenden Sammlung. Hatte auch schon mehrfach, glaube ich, erwähnt, dass meine Sammlung immer so ein bisschen kommen und gehen ist. Nur so die wirklichen Sachen oder die Sachen, die mir wirklich unfassbar am Herzen liegen, die sind halt schon stehen. Aber ich glaube, das geht allen Sammlern da draußen so, ne, Platzprobleme und so weiter. Heute zeige ich euch eine der coolsten DVD-Editionen aller Zeiten, finde ich. Muss man wirklich so sagen. Und zwar, wie ihr schon seht, Rambo 1 bis 4 ist quasi zu John Rambo damals rausgekommen. Also es müsste, wann war das, 2009 oder so, glaube ich, müsste die Edition sein. Moment, ich schaue gleich mal nach. Ich hätte mich hier besser vorbereiten können, aber ich gucke lieber live. Ihr wisst, One Cut und so. Copyright 2009, Tatsache. Coole Edition, oder? Eine Rambo-Büste, weiß gerade wieder nicht, ich glaube ohne Maßstab, ne? Vergleichen mit dem anderen Kram vielleicht 1 zu 3 oder so. Ja, irgendwie hat hier meine Lampe momentan hat hier irgendwie ein Eigenleben. Da bin ich wieder dunkelhell, dunkelhell. Ja, ich denke so, ne? 1 zu 3 könnte hinhauen vielleicht. Wobei, dann ist auch schon ein bisschen größer vielleicht. Irgendwo zwischen 1 zu 3 und 1 zu 2 würde ich sagen. Irgendwo, keine Ahnung, wie gesagt, ist offiziell kein Maßstab angegeben. Ist eine deutsche Edition, beziehungsweise ich glaube, die kam, also ich habe sie in Österreich gekauft, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt damals, wie ihr vielleicht wisst, waren die Filme, glaube ich, noch indiziert. Das ist ja immer das Problem auf dem deutschen Markt. Ich glaube, es ist Studio Kanal, aber ich glaube, das wurde damals über Österreich vertrieben. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, schon so lange her. Wie gesagt, das ist halt wirklich cool, weil eine massive, coole Büste, ja, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, es gibt ja immer mal, also in den letzten 10, 15 Jahren ist ja eh dieser Filmsammlermarkt sehr aufgebessert worden, oder sehr verbessert worden, besser gesagt, so ist ja das richtige Wort. Weil sehr, sehr viele Anbieter sehr, sehr viele Limited Editions raushauen. Ich erinnere mich halt, wo ich angefangen habe, so in den frühen DVD-Zeiten, so um Jahrtausendwende rum, da hat es halt eine coole Edition von jedem Film und das war's dann. Aber mittlerweile, glaube ich, ist ja fast jeder Elektroladen macht ja seine eigene Edition. Also das ist schon krass. Und das stammt auch schon auch so aus einer Zeit, wo es noch nicht so viel gab. Und ich glaube, von Rambo ist auch nach wie vor das, glaube ich, schon so die einzige große Special Edition. Ich meine, da gibt es ja, wie gesagt, so also die Komplettboxen immer mit allen Filmen. Und ich weiß, dass jetzt in den USA dieses oder letztes Jahr ja auch so eine 4K-Steelbook-Edition rauskommt, ist eine Steelbook super cool, aber da hatte ich voll Angst, dass die sind schon nicht ganz bei den Amis auf den Markt gekommen, da hatte ich übelst Schiss, dass die nie heile hier ankommen, deswegen habe ich das für das viele Geld gar nicht erst probiert. Genau, wie gesagt, Ende 2000er die Edition, komplett durchnummeriert, überall Nummern drauf. Ich habe euch extra sogar mal, weil ich hatte ja schon mal gesagt, ich hole ja selten immer so aus dem Archiv so die Kartonagen, aber die lag relativ weit vorne, deswegen wollte ich euch die mitbringen, weil ich auch, wie gesagt, finde, es hat alles sehr viel cooler alter Artstyle, also so diese ganzen atmet schon so dieses 80er Flair, das haben die halt schon gut durchgezogen und deswegen hier mal kurz in der Box kommt der gute Mann. Cool, ne? Also, ja, klasse. Also dieses klasse. Oben auch nochmal altes Artwork, diese ganzen coolen alten 80er gemalten Poster-Sachen, finde ich super. Nur auf der Seite hier, oh, hier habe ich auch schon schöne Bälle, wie gesagt, ja, schon seit Jahren nur einmal im Archiv. Und auf der Seite sieht man nochmal die Figuren selber. Das Lustige ist nur, finde ich auch, das ist halt auch eine der wenigen Sachen mal, wo, ich finde, das Bild ist, macht dem Kollegen hier, lässt ihm kein gutes Licht erscheinen. Also ich finde, hier sieht er deutlich, das Wort jetzt mal in München, beschissener aus, als er wirklich aussieht. Also, das ist wieder sowas, wo du den auspackst und dir gedacht hast, oh cool, weil meistens doch so, man macht ja nur Werbung mit eigentlich, mit gerne mal, beschönt ja so Sachen unter Werbung gerne mal, aber in dem Falle war wirklich mal die Überraschung groß, genau. Hier sieht man mal 4 Filme auf 8 DVDs, was aber noch viel lustiger ist, das zeige ich euch dann gleich, hier ist noch ein Survival Kit dabei gewesen. Das ist auch das, was diese Edition für mich so spektakulär macht. Ist auf 5000 Stück limitiert gewesen. Wieder. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo überall. Ich glaube, ob es europäischer Markt ist oder deutscher Markt nur, da bin ich jetzt ein bisschen befragt. Ich habe die Nummer 4648, weil ich ehrlich gesagt sagen muss, bin ja so ein kleiner Schnäppchenjäger, das wisst ihr ja. Ich habe die relativ spät gekauft, also kurz bevor die ausverkauft gegangen ist, weil ich erinnere mich, die war relativ teuer damals schon. Ich weiß nicht, über 100 Euro, glaube ich. Und das war schon viel Geld. Und ich weiß aber, dass ich die im Ausverkauf für, jetzt müsste ich 50, 60 Euro mitgenommen habe und das ist dann halt absolut wieder so, wie heißt so schön neudeutsch, No-Brainer, also brauche ich drüber nachdenken, Weltklasse, zuschlagen, super, ich meine, mittlerweile weiß ich gar nicht, ob der, wie wertbestellig der junge Mann ist, ich meine, zwischenzeitlich, muss man auch dazu sagen, sind ja nicht so viele Stallone-Figuren rausgekommen, ich weiß ja, dass, wo wir Sammler lange gerade gehört haben, wir ja von PCS damals ja noch Pop Culture Shock Collectibles, mittlerweile heißen die ja, glaube ich, irgendwie anders, verkauft wurden und sowas. Die hatten ja so ein 1 zu 3 Rambo, aber das war ja, dass die Sache mit dem verkehrt oder den Bogen komisch hält und auch ewig lange verschoben worden. Ich bin auch echt froh, dass ich den nicht gekauft habe, weil der kostete auch über 1000 Euro, glaube ich. Und der ist am Ende nicht so cool geworden, muss ich sagen. Dann gab es ja noch diese Version von Rambo 3, aber diese war ganz cool, die hatte ich sogar vorbestellt, aber da sind ganz viele kaputt gegangen. Also habe ich dann gesehen gehabt, da sind ganz viele zerbrochen angekommen und sowas.
auch eher schwierig. Und ansonsten gibt es da, da gibt's also eher so von Hot Toys oder so diese, also nicht direkt von Hot Toys, aber so diese 1 zu 6 Actionfiguren. Deswegen, so viel gibt es da nicht. Und ihr wisst ja, ich mag Büsten, ich mag es relativ groß. Also große Maßstäbe. Und deswegen ist das hier, war das eine coole Edition für mich. Genau. Bevor wir uns die Statue angucken, wie gesagt, ich zeige euch ganz kurz, habt ihr ja schon gesehen, ist hier damals noch DVD, wie gesagt, sind schon voll, sie sind hier schon uncut, glaube ich. Ich bin, es ist hier sogar noch Teil 1 bis 3 als digitale Kopie auf einer extra DVD. Fortschrittlich. Man vergisst immer, wie schnelllebig unsere Digitalisierung ist. Oder wie schnell das jetzt ging. Genau, sind einfach, wie gesagt, alles kleine, lustige Pappschuber. Oder keine Pappschuber, eher so Bücher und halt über, aber alle mit dem klassischen Durcheinander hier. Genau, alle mit dem klassisch gemalten Covern. Also schon allein dafür, wie gesagt, finde ich das ist einfach eine der rundesten Sammlereditionen, die es da draußen gibt. Damals der letzte, der 4, habe ich jetzt lustigerweise mir in Schweden den Director's Cut, Unrated Director's Cut in der Grabbelkiste auf Blu-ray für 2 € mitgenommen. So weit ist es schon gekommen. Bei uns ja im Unrated, glaube ich, deutsch synchronisiert gibt es den ja gar nicht. Wie gesagt, ich bin ja, ich habe auch schon mal erzählt, ich konsumiere ja den ganzen Kram eh immer im O-Ton, von daher ist das jetzt nicht so relevant. Aber ja, deswegen, so weit ist gekommen, dass man John Rambo Anno 2021 für 2 € Unrated Director's Cut in der Krabbelkiste geholt hat. Genau, die drei, wie gesagt, immer alles, wie ich gerade schon sagte, die coolen, klassischen, gemalten 80er-Motive. Klasse. Ich lege die auch so hin, ich weiß, die seht ihr wahrscheinlich nicht, ist aber egal, also ist aufgeräumt. Und jetzt, worauf ich noch hinaus will. Das Survival Kit. Steht auch schon drauf, was drin ist. Könnt ihr wahrscheinlich bloß nicht lesen. Geil, oder? Die Knicklichter. Das blaue Licht, was macht es? Es leuchtet blau. Gleich zwei davon. Ich weiß bis heute nicht, ob sie blau leuchten. Ich habe es nie geknickt, weil es ist ja nur, ne? Immer knicken und dann vorbei. Und so aus Sammlergründen ist das nicht. Ist das nicht cool? Ist einfach nur, oder? Ich finde das einfach ein ulkiges Gimmick. Tut mir leid. Also ist einfach Weltklasse. Auf sowas. Das machen gute Sammlereditionen aus. Wo sich irgendjemand mal Gedanken macht. Nicht wieder nur ein x-beliebiges. Zum tausendsten Mal recyceltes Booklet oder irgend sowas. Nee, da knallen sich einfach mal zwei richtig dicke blaue Knicklichter rein. Und wie ich schon sagte, wie gesagt, die Nummerierung ziehen sich durch. Und noch die John Rambo Dogtags. Hundemarken. Zum einen ist da auch nochmal die Limitierungsnummer aufgeprägt. Und zum anderen ist hier wirklich John Rambos Geburtsdatum. Hier steht drauf: John Rambo, 7.06.47, Arizona, USA, US Marine Special Forces Medal of Honor. Brauche nicht mehr zu sagen. Fehlt natürlich jetzt der letzte, wie gesagt, die Edition ist 10 Jahre älter als der letzte Teil. Ist jetzt auch nicht ganz so schlimm, wobei da gar nicht so übel war, zumindest im O-Ton ging da gar kein Heimwix. Aber egal, da reden wir jetzt gar nicht drüber. Wir reden heute über diese Edition. Über den Geschmack oder die Qualität von den einzelnen Teilen. Ich weiß, jeder hat seinen Favoriten, ich weiß das. Ich weiß immer, dass mein Dad zum Beispiel findet den dritten, glaube ich, am coolsten. Den finde ich auch ziemlich cool, weil einfach der so schon cool Action geladen ist. Und ich glaube, das ist auch, wir hatten ja letztens den Batman auf dem Pferd besprochen. Ich weiß nicht, ich glaube, Actionhelden auf Pferden finde ich irgendwie cool. Vielleicht liegt es auch daran. Die 2 ist auch ulkig, gerade schon die 2 kann man halt nicht mehr. Guck ich mit anderen Augen seit Hot Shots 2. Ich glaube, das geht von euch, vielen von euch so. Ja, First Blood bleibt immer noch natürlich erstklassig. Ne? Das ist halt ein ganz anderer Ansatz. Ich meine, das ist halt schon so eine Weiterentwicklung oder eine Entwicklung der Filme. Ich meine, schafferisch. Das ist schon so. Ich finde auch so, Rambo ist jetzt ein blöder Vergleich, aber vielleicht kommt, weißt du, was ich meine? Der Bruch von Rambo 1 zu Rambo 2 ist so ein bisschen, nicht der Bruch, der nicht Bruch, möchte man sagen, aber so schon diese Entwicklung hin zum Actionlastigeren und so dieses von so, ich meine, die 1 ist ja quasi noch so ein bisschen wie so ein Kammerspiel im Wald und die 2 ist ja nun wirklich dann diese ultimative Actiongranate. Das ist so ein bisschen, finde ich, von der Entwicklung her wie bei Alien. Der erste ist ja nur auch dieser Weltraum-Horrorfilm und der zweite ist ja nur dann einfach Space Marines, James Cameron, 2,5 Stunden Action-Epos, Overkill. Mega cool. Finde beide top. Und so ist es hier auch. Also, ich könnte mich gar nicht für einen Favoriten entscheiden. Bitte schon sagen, die Ur-Trilogie ist schon eher das, was ist. Der John Rambo, ich weiß, der hat auch viele Friends. Da fand ich immer das Problem. Da habe ich aber immer grundsätzlich ein Problem mit. Das sind die Sachen mit dem CGI-Blut, das ist immer nicht so meins, vor allem wenn es so schlecht drauf animiert ist oder wenn halt nicht jeder Frame das drauf animiert ist. Ich erinnere mich halt immer noch, dass ich bei John Rambo, finde ich, hat man das gesehen, wenn man da auf Zeitlupe macht oder anhält und auf Zeitlupe sieht man auch, dass sie da halt wirklich nicht auf die, oder zumindest wirkt so, als ob sie nicht auf die 24 Frames kontinuierlich pro Sekunde halt das Blut drauf animiert haben oder die Gewalteffekte. Aber ich schweife schon wieder ab. Andere Geschichte. Genau, wie gesagt, das ist schon ziemlich cool, ist hier in so einem Moosgummi-mäßig auch verpackt, dass man das alles auch schön ganz bleibt. Und jetzt zum eigentlichen John Rambo natürlich, wie gesagt, mit dem Köcher ist das natürlich die 2 oder die 3 oder die 4, aber ich denke, vom Haarschnitt her müsste das ja, ich
überlege gerade, ne? Es ist, ja, jetzt eigentlich die, mit Kölner ist ja meistens die 2 oder 3 Wochen ein bisschen abgeheftet, aber ich glaube, also irgendwas nach der 1, da muss man so. Ich will mich jetzt nicht festlegen, nicht, dass wieder irgendwelche Die Hard, ultra krassen Rambo Stallone-Jünger da draußen dann mir böse sind, dass ich was Falsches sage, wie ich schon immer sage, wenn ich was Falsches sage. Keine böse Absicht, ich rede halt ja nur, wie gesagt, ohne Skript, ohne Schnitte, wie es aus mir raussprudelt. Also, falls ich was Falsches sage, es tut mir leid. Kommt mal ran, Jungs und Mädels und alle Zuschauer da draußen. Wie gesagt, ihr müsst immer dazu sagen, es ist jetzt keine krasse Sammelfigur. Ne? Es ist nicht jetzt hier für Hunderte oder Tausende, aber Tausende Euro ein Sammlerstück, sondern es ist eigentlich nur eine Beigabe zu dem Film. Und dafür ist die Qualität Weltklasse. Ihr seht ja auch, glaube ich, immer so schräg im Hintergrund. Manchmal hinter mir ist ja noch diese, ich habe auch noch die Expendables Edition davon. Also nicht davon, aber mit Stallone. Das ist ja auch so eine Stallone-Büste, 10 Jahre später fast. Qualitativ eine ganz andere Liga. Also deutlich schlechter, obwohl es das gleiche Preissegment ist. Aber der ist einfach bis heute, finde ich, einfach Weltklasse. Ihr seht schon, ich finde auch, der Haut ist auch so eine Sache, immer bei so menschlichen Statuen immer so Hautformen hinzukriegen. Ne? Aber die Details, ich meine, es ist schön, wie gesagt, immer vor Augen haben, es ist nur eine Filmfreigabe. Die Details mit den Armen und so weiter, ne? Die verschiedenen Farbgebungen und auch die Modellierung, man sieht halt, es ist Stallone, da brauchen wir nicht drüber reden. Also das ist halt wirklich, oder? Also mit seinem Messer, mit dem Köcher, allem drum und dran, wobei ich glaube, das Messer müsste doch die 3 sein, oder? Ach, egal. Ich schweife schon ab. Deswegen, also, man muss wirklich immer vor Augen führen, es ist einfach nur eine DVD-Beigabe. Dafür ist es einfach super gut. Es ist aus einem Stück modelliert, affenschwer. Also es ist wirklich eine richtig, man hätte die auch so separat für ein paar hundert Euro verkaufen können, meines Erachtens. Würde man heutzutage wahrscheinlich auch machen. Das ist wirklich der Vorteil, dass das schon etwas älter ist. Heutzutage würde das für das Geld, selbst diesen Originalausgabepreis von, weiß ich gar nicht, 100, 150 Euro, lasst mich, ich müsste jetzt lügen, würde heute keiner mehr machen. Oder? Also, es ist Wahnsinn. Ich gucke gerade mal kurz. Ich glaube, hier ist auch nochmal, genau, hier ist das auch nochmal alles drauf. Auch nochmal die Limitierungsnummer. Also, wie gesagt, das ist auch sowas. Ich meine, wenn andere Leute immer, man sagt ja immer limitiert, dann ist nur eine Limitierungsnummer. Hier habe ich, was habe ich euch jetzt gesagt? Das ist, glaube ich, die 3. Limitierungsnummer, die ich euch zeige. Klasse. Also, ja, wie gesagt, ich meine, klar, Details in den Haaren könnte man ein bisschen mehr machen, vielleicht. Wie gesagt, hier an der Hand vielleicht ist dann, also hier an den Handknöcheln sieht man dann halt vielleicht ein bisschen Unebenheiten im Aber ja, wie gesagt, nee, also ich meine, dafür, dass das 5000 Stück ist, auch eine riesen Auflage. Deswegen, so diese großen Sammelfiguren sind ja auch kleinere Auflagen, weil das halt echt viel Arbeit macht. Und je mehr du das machst, umso mehr Fließbandarbeit ist es ja. Und dafür, wie gesagt, ja, ich weiß, ihr kennt mich ja, deswegen guckt ihr mich wahrscheinlich auch, weil ich lobe immer sehr viel und sehr ausschweife meine Sammlungssachen. Aber ja, da ist halt Preis-Leistung auch wieder, das reite ich ja auch öfters mal drauf rum, ist Weltklasse. Also ich meine, es ist wirklich komplett hier, die sind ein bisschen was anderes, die sind irgendwie Plastik, die sind ein bisschen beweglich. Ansonsten ist das, wie gesagt, hier alles ein Teil, alles komplett durchmodelliert, einfach durchgegossen. Ja, wie gesagt, jetzt kannst du mal, da will ich mal was Negatives sagen, nicht, dass du wieder hässt, ich tue die ganze Zeit nur positiv sagen. Man sieht halt hier eben gerade an dem Köcher, ja, das sind halt keine Details, ne? Das ist halt alles, da haben sie halt einmal diesen braunen Ton drauf geklatscht, mit, glaube ich, ein paar Falten reinmodelliert, aber so vom Farben. Vom Bemalen, klar, hätte man mehr machen können, aber tut auch nicht Not, sieht man eh nicht im Endeffekt. Ne? Von daher, ja, eben der klassische Rambo-Schriftzug in den grünen Sockel. Klar, grüner Stein ist jetzt auch irgendwie, aber das ist halt künstlerische Freiheit und ich verbuche so eine künstlerische Freiheit einfach. Ja, ich glaube, ne, mir fällt wieder ein rotes Band, ist ja doch, glaube ich, Rambo 2, ne, mit dem roten Stirnband. Na, egal, ja, ich glaube. Ah, jetzt ist Rambo, das sieht man. Genau, siehst du, ihr greift mir voraus, schaut euch das nochmal an, genau. Die coolen alten Artworks, glaube ich. Deswegen wäre schön, wenn es irgendwie in der Reihe nochmal dann eins von dem neuen gäbe. Ich glaube, das ist ja so das Problem von dem ganz aktuellen. Gibt es ja dann gar keinen. Also, was neu, der ist ja schon gar nicht mehr so neu. Aber von dem aktuellsten hat man, glaube ich, gar nicht so ein. Gibt es, glaube ich, gar nicht so ein cooles Oldschool gemaltes Cover. Aber ja. Ich finde, man sieht auch, wie gesagt, den Bruch schon, dass das hier nachgemalt ist. Man sieht, wenn man sich, wie ihr es gerade macht, einmal drüber geht, man sieht schon so, dass das so ein bisschen abfällt. Das ist schon so diese authentische, alte, oldschool, geile, wir malen Poster noch von Handzeit und das ist hier eher so, damit das rund wird, machen wir halt auch nochmal eins draus. Aber wie gesagt, Preis-Leistung. Hab keine Ahnung, hab ehrlich gesagt nicht recherchiert, wie viel davon noch, ob davon überhaupt da auch auf dem Markt noch rumspringt. Und so Sachen sind ja mittlerweile auch, das ist auch sowas, so wertvorfallmäßig ist ja auch nicht mal nachvollziehbar. Das sind ja Sachen, die für die astronomische Preise gezahlt werden und andere Sachen, die kriegt man jetzt für 3,50 Mark hinterher geworfen. Also von daher, ich habe keine Ahnung, was der Markt gerade sagt. Falls ihr euch einen findet und den habt und ein Rambo-Fan seid, dann schlag zu. Das sage ich sehr oft, ich weiß. Aber ist halt so. Wie gesagt, ich zeige euch ja nur Sachen, die ich auch cool finde und deswegen. In diesem Sinne, würde ich sagen, kommen wir schon wieder zum Ende. Ich habe ja schon wieder hier auf dem Sofa ans Ohr geredet. Aber dafür seid ihr hier. Deswegen danke fürs Zuschauen, wie immer, in dem Sinne. Und genau, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.